Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. So, bevor wir irgendwas machen, möchte ich gerne Fertigkeiten. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Also Signal geortet. Ich muss ihm nur folgen. Okay. Ich sehe mir die höheren Dächer im Viertel an. Ich krieg mit dieser Steuerung hier noch ein Rad ab. Ehrlich, Leute. Ich weiß gar nicht, was er für Probleme mit dem Schwingen hat. Störgeräte funktionieren weiter oben effektiver. Danke. Die stärksten Signale sind sicher auf den Dächern. Danke, Spider-Man. Danke. Fisks, Leute. Wie überaus schockiert. Aus dem Weg! Ist noch jemand? Oder lebendig? Fisk ist egal. Der Boss lässt grüßen. Du bist erledigt. Mensch, nicht. Fängerglück. Okay. Muss den Störsender ausschalten. Schlampiges Handwerk. Ja, schlampiges Handwerk, so sieht's aus. Hab gerade einen Störsender zerlegt. Hat's was gebracht? Nein, aber wie gesagt, es gibt vermutlich mehrere. Ergibt Sinn. Ich werde sie suchen. Ob Fisks Handlanger wohl auch etwas mit dem ersten Ausfall des Systems zu tun hatten? Bestimmt. Wann wird denn hier von Fisk? Mann, eine Störparty und ich bin nicht eingeladen. Ich dachte, wir haben was. Der Boss hat die Nase. Aua, was? Was? Was denn? Au! Spider-Man, könntest du bitte mal... Oh Gott, Spider-Man! Ich werde schon wieder sterben, ey. Aufgepasst! Er darf uns nicht besiegen! Starke Botschaft, was? Aber was ist das? Ich hab den schon Scheiß schon auf leicht! Oh, was? Ja, danke schön. Hat das jetzt gespeichert? Danke. Ich kann das Signal der Störsender orten. Muss mich nur durch das Finanzviertel schwingen und nach einem Signal suchen. Ja, danke, Spider-Man. Sorry, Leute, Signal aber geortet. Im Moment komme ich mit ich der Steuerung überhaupt nicht so zurecht. Das ist ein bisschen schade. Mann, eine Störparty und ich bin nicht eingeladen. Nur Einbildung. Nimm das!
Arschtritte gefällig. Ich versuche gerade die ganze Zeit mal auszuweichen. Weißt, was Privateigentum heißt? Ich hasse diesen Kerl. Der ist im Bett bleiben soll. Wir schaffen das. Aufgepasst. Wo denn? Auf dem anderen Dächern, ey. Warum? Wie macht er das? Okay. Muss den Störsender loswerden. Muss den Sender deaktivieren. Okay. Manchmal ist Gewalt doch die Lösung. Und macht Spaß. Manchmal ist das so. Manchmal ist Gewalt die Lösung. Spider-Man, es funktioniert. Ich empfange ein schwaches Signal. Es ist undeutlich, aber da war irgendwas mit Fisk und Outfits. Fisk war der große Kingpin, aber gefälschte Klamotten waren nicht sein Ding. Je schneller das System wieder läuft, desto eher wissen wir, was sie vorhaben. Nur noch ein Störsender. Hallo, Spidey. Auf welchen hohen Gebäuden im Viertel war ich noch nicht? Auf sehr vielen. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hab dich. Ist noch jemand? Gute Nacht. Ich hab Spider-Man im Visier. Er ist verletzt. Gib ihm den Rest. Ah, Mann! Brennt aus! Was ist denn mit dem Spiel falsch? Ich bring dir Respekt bei! Bitte nicht. Der Boss hat die Nase voll von dir. Und ich? Kann man diesen Typen aufhalten? Auf ihn! Enden wir das! Hätte es im Bett bleiben sollen. Ist das so? I don't care. Muss nur den Störsender zerstören. Ja, bin dabei. So. Gut, das war der letzte. Das System sollte jetzt wieder laufen. Spider-Man, das Verbrechenssystem läuft wieder. Super! Mehr Info über Fisks Männer oder die Outfits? Nein, aber das System meldet nicht autorisierte Aktivitäten bei den Docks. Ich schicke die Koordinaten. Ich sehe mal nach. Na gut. Ich muss schnell zu den Docks, bevor sie fliehen. Hey, Spider-Man, kannst du mich nicht so nervös machen? Danke. Er macht mich immer so ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Okay. Waffen. Genug für eine kleine Armee. Was immer die auch damit vorhaben, es ist sicher nichts Gutes. Muss herausfinden, was die Waffen sollen. Dano! Schlaf schön. Okay. Geh einem Team das Zeug an. Ich kapiere die Uniform und die Ausweise. Aber so viele... Das wirst du bereuen. Er kriegt nichts mit. Tommy! Hat dich überrascht. Spider-Man ist hier! Vielleicht finde ich jetzt ja raus, was läuft. Die haben mich gar nicht mitbekommen. Waffen, Wärteruniformen und falsche Ausweise.
Sie wollten tatsächlich Fisk aus dem Raft holen. Oh. Sorry, Leute, wird leider nichts mit dem Ausbruch. Keiner macht den Kingpin ungestraft. Nein. Der Boss will deinen Kopf. Hm. Ja, ich habe schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Mann, K.O. Nein, ich muss hier weg. Oh. Scheiße. Oh, wie geht das denn hier mit den Schilden? Du gehörst mir. So geht's halt auch. Ey, komm, ohne Witz. Jetzt übernimmt wohl die New Yorker Polizei. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe mit dem System, Spidey. Ich behalte für mich, dass du es nutzt. Aber wenn du erwischt wirst, weiß ich von nichts. Okay. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Also bis dann. Ich muss jetzt meine Selfies von den Servern löschen. Cool. Ich will ja zu der Hauptquest und dann würde ich sagen, nehmen wir das Ding hier noch mit. Das ist irgendwo da vorne. Das ist ja ein bisschen weiter weg. Ein bisschen. Nur minimal weit weg, Leute. Nur minimal weit weg. Ey, komm. Ich bin immer noch so verwirrt, wie die Scheiße funktioniert. Weil mal macht er sie ja und dann wieder nicht. Achtung, Einheiten. 10-10 möglicher Drogenhandel. Officer vor Ort, bitte zum Civic Center. Spider-Man! Versteck die Waffe! Hey, Jungs! Habt ihr Rezepte für das Zeug? Du hast darum gebeten! Ich nicht. Oh, nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal aufliegen zu lassen. Cool, dass... Die Polizei kommt, also bin ich weg. Naja, darum geht's mir nicht. Ich will ja mein Ziel auch irgendwo erreichen. Für die Bürgerrechte sorge, dass das Verbrechenssystem der Polizei und die allgegenwärtigen Türme darstellen. Aber zumindest dient das der Verbrechensbekämpfung. Vor kurzem wurde beobachtet, wie Spider-Man an diesen Türmen herumhantierte. Und zu Recht gehen meine treuen Hörer davon aus, dass er die Türme deaktivieren will, damit er weiter ungestraft seinen illegalen Missetaten nachgehen kann. Nee, aber klar. Spider-Man ist keine gewöhnliche Bedrohung. Er ist eine Kung-Fu-Meisterbedrohung. Eine Kung-Fu-Meisterbedrohung. Diese Türme, um sie und mich auszuspionieren. Ihre einzige Verteidigung, hören Sie sich meine Show an. Immer, er will uns ausspionieren, lassen wir ihn hören, dass wir ihn durchschaut haben, indem Sie mir zuhören, und zwar ohne Pause. Wow, ist der Typ durch. Hab ich. Ich würde schon gern die beiden Türme auch noch kurz machen.
Machen wir gleich, wenn ich bei der Hauptquest war. Oder in der nächsten Folge halt. Ganz gechillte Klamotten. Oh, okay. Natürlich brauche ich dafür eine Chipkarte. Das macht ja auch Sinn. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Ein bisschen Spinnenarbeit? Ich will wissen, was das ist. Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Na dann. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Ja, die sind ja leicht. Sehr schön. Ganz glatte Reaktion. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Das ist ja easy peasy hier, ne? Was? Nein. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Oh, die gehen eigentlich relativ schnell, ne? Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Cool. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Okay. Nee. Okay. Nein. Ach so. Ich brauch. Das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Nee. Minus eins. Also muss ich doch da lang und dann?
verstehe ich nicht so ganz. Ah, kann man drehen. Das hätte man mir natürlich vorweg sagen müssen, dass man die drehen kann. Mal gucken, ob ich das verstanden habe. Nein. Ach, Kacke. Nein. Okay. Ich habe noch eins davon und eins davon. Ah. Es war doch richtig. Okay, ihr Lieben, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Ich mache jetzt noch ein paar von den jetzt können Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Ich mache jetzt noch ein paar von diesen Aufgaben hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.